Guten Tag. Hier Möbel kaufen, Haushaltsauflösung. Bitte? In Zeitung. Mira Sumla, Stoss am Reckler. Dein Novine. Haushaltsauflösung. Hier gibt es keine Haushaltsauflösung. Und schon gar nicht morgens um 7:30. Burlitsch. Burlitsch. Auflösung. Burlitz, nicht Trombusch. Hier, komm. Burlitz. Ja, komm. Entschuldigung. Ah, nix Burlitz. Ah. Aber sie versteht alles. Das alles verkaufen. Viel teuer. Es kommen ja auch noch viele Leute. Aber er lieber. Trombusch. Mutter. Also wenn dir zu kalt ist, dann musst du dich zudecken. Wieso kannst du denn nicht ins Bett? Du liegst vor dem Bett die halbe Nacht? Wo ist denn die Frau von der Seniorenhilfe? Du, ich komme sofort. Ja, ich bin gleich bei dir. Was ist denn hier so früh los? Oma ist aus dem Bett gefallen und hat sich sehr wehgetan. Ja, als ob wir was daran ändern können. Also, Tommy, ich fahre jedenfalls hin. Du kannst ja weiterschlafen. Übrigens bitte ich dich zum letzten Mal, künftig das Hoftor abzuschließen. Sonst steckt der Schlüssel von innen. Aber Ritchie, die bestellen mich doch nicht wegen nichts und wieder nichts in die Schule. Zur Direktion. Du musst doch wissen, worum es dabei geht. Und dass deine Blessuren Schürfwunden von einem Sturz mit dem Fahrrad sind, das glaubt dir kein Hutmacher. Zumal deine Hände keine Schürfwunden aufweisen. Ich will dir doch nur helfen. Aber dazu muss ich wissen, worum es geht. Der Uli hat wieder so gemeine Sachen gesagt. Da habe ich ihn einen draufgegeben. Na und wenn schon. Aber das ist doch kein Grund, so herumzudrucksen. Der Holger sagt immer, wer sich prügelt, dem geschieht es recht, wenn er Prügel bezieht. Und was hat dich diesmal so wütend gemacht? Der sagt immer was anders. Ich wäre ein Namensfälscher und kein Deutscher. Und ein Nigger heißt nicht Trombusch. Und mein Vater wäre ein Schornsteinfeger. Und? Meine Mama wäre eine Negerhure. Und da habe ich ihn einen vor die Rübe gehauen. Naja, dann ging's los. Na, hoffentlich hat er auch was abgekriegt. Deshalb sollst du in die Schule kommen. Der musste zum Zahnarzt. Hast du ihm etwa einen Zahn ausgeschlagen? Irgendwann hat er unten gelegen. Und da war gerade ein Stein. Ritchie. Der hat auch immer Stein auf mich geworfen. Aber Ritchie, wenn der ein Messer zieht, ziehst du dann auch ein Messer? Ja, jetzt tut's mir auch leid. Dass du dir nicht alles gefallen lassen kannst. Dass du dich verteidigt hast, das geht in Ordnung. Das imponiert mir sogar. Aber dass du auf einen Gegner eindrischst, der wehrlos unter dir liegt, auch noch mit einem Stein, das ist unmöglich. Und das passiert auch nie wieder. Hast du mich verstanden? Ich hab dich verteidigt. Du tust es nicht. Ich verteidige dich. Darauf kannst du dich verlassen. Aber ich entschuldige um nichts die Sache mit dem Stein. Und wenn du nachher zur Direktion gerufen wirst, da brauchst du keine Angst zu haben. Hörst du? Ja. Ich bin da. So, auf geht's. Tschüss. Tschüss. Du kannst jetzt ins Bad. Meine Sachen? Können die wieder an die Garderobe? Als ob Ritchie von gestern wäre. Eben. Deshalb wird sich das auch nicht wiederholen. Ich habe dich gestern Abend hier bleiben lassen, weil du nicht mehr gehen konntest, geschweige denn Radfahren. Hoffentlich hat dir die Flasche Wein wenigstens zur Erleuchtung verholfen. Viel Zeit hast du nämlich nicht mehr. Dein Verständnis ist immer wieder so herzerfrischend. Den Königsweg gibt es nicht. Ich habe mit meinem Rat die alte Frau indirekt zu Fall gebracht, hinter mir.
Aber konnte ich wissen, dass sie mit dem Rückgrat auf die Bordsteinkante schlägt? Das geht am Problem vorbei. Das ist mein Problem. Nein. Dein Problem ist, dass man dir das nicht beweisen kann. Und dass du nur nicht weißt, wie du dich vor Gericht mit Anstand aus der Affäre ziehen sollst. Wenn ich mich aus der Affäre ziehen wollte. Mit Anstand. Eben. Wie kann ich der menschlichen Seite, der querschnittsgelähmten Frau, gerecht werden, ohne ein Blödmann zu sein, der freiwillig die Kosten übernimmt, die die Krankenkasse, die Versicherung, der Staat bezahlen müssen? Ich habe nichts. Weder eine Haftpflichtversicherung als Radfahrer, noch ein geregeltes Einkommen. Du weißt genau, dass du das eines Tages haben wirst. Also Edelmut? Oder nicht doch vielmehr Ausdruck einer Lebensphilosophie, sich tunlichst aus allen Unannehmlichkeiten herauszuhalten, so wie du es Richie beigebracht hast. Wer prügelt, der gehört verprügelt. Willst du dem Jungen etwa Gewalt predigen? Wenn sie eine von zweien will, dann ist sie nicht zu verhindern. Dann muss man sich wehren. Ist nur eine Frage, wie man das tut. Richie hat leider mit einem Stein dem anderen einen Zahn ausgeschlagen. Na bitte, das ist dann das Resultat. Dass er sich in der Wahl der Mittel vergreift. Er ist ein Junge, der noch nichts über Verhältnismäßigkeiten der Mittel weiß. Er hat rot gesehen. Da muss er es lernen, cool zu bleiben. Soll er sich nicht verteidigen dürfen, wenn ihn die anderen bespucken, ihn einen dreckigen Nigger heißen und seine Mutter eine Negerhure? Soll er innerlich davonlaufen, den Königsweg suchen, so wie du? Er kann nicht alle, die Schwachsinn reden, dadurch ändern, dass er sich mit ihnen herumprügelt. Was kriegt er denn auf diese Weise für ein Selbstwertgefühl? Wie soll er sich denn später im Leben durchsetzen, wenn er immer nur klein beigegeben hat? Aber das ist nicht der Punkt. Es geht hier um den Hintergrund, um die Eltern von diesem Rowdy. Denn der sagt nur, was er zu Hause hört. Diese Erwachsenen gehören zur Rechenschaft gezogen, mit ihrem nationalen Größenwahn, die sich für was Besseres als Ausländer halten oder Farbige. Also ob es Menschen erster und zweiter Klasse gäbe. Und die Lehrer, die von all dem nichts bemerkt haben wollen. Denn so hat's doch schon mal angefangen mit dieser Hetze und mit dieser Gleichgültigkeit. Stell sie es nicht auf eine andere Ebene. Schläge sind Schläge. Eben nicht. Wäre er nicht deinen Idealvorstellungen gefolgt, sondern hätte sich bei den ersten Angriffen zur Wehr gesetzt, dann wäre die Sache vielleicht mit einer Balgerei abgegangen. So aber wurde der Hass hochgeschaukelt. Der eine nimmt sich immer mehr heraus, weil der andere sich immer mehr gefallen lässt. Und dann flogen Steine. Und? Und aus den Steinen, da werden dann Gummiknüppel. Und am Ende steht dann das Morden von allem, was nicht deutsch und arisch ist. Ich weigere mich zu glauben, dass Gewalt allein verhindert wird durch Gegengewalt. Etwa durch Stillhalten? Abel hat auch stillgehalten, bevor er erschlagen wurde. Immerhin beweist Richies Verhalten dir die Wahrheit, bis heute Morgen zu verschweigen, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Wäre er meinem Rat gefolgt, hätte der andere noch seinen Zahn und du müsstest nicht zur Direktion. Wir wollen das Verschweigen von Wahrheit nicht weiter untersuchen. Denn was beweist das denn in deinem Fall? Friedfertigkeit? Richie wird sich dem stellen, was er angerichtet hat. Er mag ein schlechtes Gewissen haben, aber er ist kein Drückeberger. Mutter? Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich nicht so abgehetzt. Vera, komm, iss mit. Das ist lieb von dir, danke. Warum hältst du dich denn ab? Mach doch langsam. Du bist vielleicht gut. Ich denke, du liegst schwer verletzt vor deinem Bett und frierst. Vor meinem Bett? Aber ich lieg doch nicht vor meinem Bett. Also deshalb hast du mich doch angerufen. Du hast doch gehört, dass eben der Wecker geklingelt hat. Und? Ja, und wenn der Wecker klingelt, dann ist es 8:30. Und wenn du in deinem Lokal bis in die Nacht hinein arbeitest, werde ich dich doch nicht in aller Herrgottsfrühe anrufen. Oh, irgendwas tut mir da weh. Ja, da hinten. Aber laufen kannst du? Hervorragend. Dann ist ja alles bestens. Sag mal, wo sind eigentlich die Leute, die dich betreuen? Ach du, das sind ja so liebe Menschen.
Nicht so wie die vom Roten Kreuz, die mich immer nur bevormunden wollen. Und du, Tabletten haben die. Danach schlafe ich wie ein Murmeltier. Aber wo sind die Leute? Ich denke, sie machen Dienst rund um die Uhr. Vielleicht sind sie mal kurz zur Bank gegangen, um ihr Geld abzuheben. Oder vielleicht ist auch die eine, die immer nachts da ist, im Wohnzimmer eingeschlafen. Ich sehe mal nach. Du sagst zur Bank. Wie bezahlst du diese Leute denn? Mit Scheck. Und die stellen eine Rechnung? Ja, die schreiben das immer auf so einen Zettel. Und wo sind diese Zettel? Ach, Vera, diese Leute helfen mir wirklich, wo sie nur können. Ja, das sehe ich. Wo sind denn die Bankauszüge? Psch, in meinem Nachttisch, da vermuten sie sie nicht. Ich sehe mal nach. Ah, da tut's auch weh. Schon aufgestanden. Mir mache Ihnen doch das Frühstück. Ja. Ich bin aus dem Bett gefallen. Mir tut noch alles weh dahin. Och. Ich habe nach Ihnen gerufen, die halbe Nacht. Mir war so kalt. Immer wieder bin ich wach geworden. Aber Frau Drombusch, das hätte mir doch merken müssen. Ja. Ich will nicht, dass meine Schwiegertochter das hört. Sie versucht nämlich, mich in ein Altersheim zu stecken. Dauernd geht sie irgendwo hin oder ruft an. Ich will aber in kein Pflegeheim. So wie Frau Werbelhoff. Ich kann ja noch laufen und Radfahrer verkehren hier nicht. Solange wir da sind, kommen Sie in kein Heim. Mir glaubt sie es ja nicht. Warum machst du dir solche Sorgen darüber? Nichts geschieht ohne deinen Willen. Guten Morgen übrigens. Guten Morgen. Immer wenn sie schlecht geträumt hat, sagt sie solche Sachen. Stimmt das? Sie ist aus dem Bett gefallen? Ach, das muss man nicht so ernst nehmen. Wir waren doch da. Wir hätten es doch mitkriegen müssen. Ja, natürlich. Ach, kommen Sie bitte einmal mit. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Bitte. Sagen Sie, diese Einkäufe, die haben doch sicher eine Menge gekostet. Ja, die und andere. Aha. Den Gesamtbetrag sollten wir zusammen mit dem Geld, das Sie für die abgelaufene Woche zu bekommen haben, auf einen Scheck schreiben. Kostet doch alles Gebühren. Oder hat meine Schwiegermutter Ihnen schon einen Scheck ausgestellt? Ja. Aber das sind ja zwei ganz verschiedene Schriften. Ja, Ihre Hand zittert manchmal sehr. Wir setzen deshalb den Betrag ein, damit sie nur noch zu unterschreiben braucht. So viel? Darf ich bitte mal die Abrechnung sehen? Ja, also wenn Ihre Schwiegermutter die nicht hat, was unterstelle sie uns denn hier? Ich werde jeden Scheck von der Bank fotokopieren lassen. Und alle Schecks zusammengehen dann zu einem Anwalt. Und dem werden Sie dann die Höhe Ihrer Forderungen belegen. Für die Steuer haben Sie ja sicher eine Fotokopie Ihrer Rechnung. Ihre Schwiegermutter steht immerhin unter der Obhut von 4 bis 5 Fachkräften bei einem Stundenlohn von 20 Mark. Und jeder, der auch nur halbwegs etwas von den Dingen versteht, weiß, dass für die Sonn- und Feiertagsarbeit ebenso ein Zuschlag von 50% berechnet wird wie für den Nachtdienst. So Sie ihn wahrnehmen. Das müssen wir schon deshalb, weil Ihre Frau Schwiegermutter derart unruhig ist in der Nacht. Dass Sie ihr diese Schlaftabletten geben. Kein Wunder, dass die alte Frau dann schlaftrunken ist und vor ihrem Bett zusammenfällt, damit Sie sich einen flotten Lenz machen können und trotzdem Geld kassieren. Es gibt leider kein Gesetz, das zwingend vorschreibt, dass Pflegedienste, so wie Sie sie verstehen, kontrolliert werden. Aber ich sorge dafür, dass Ihnen das Handwerk gelegt wird. Darauf können Sie sich verlassen. Die Hausschlüssel. Also wissen Sie... Komm, wir haben hier nichts mehr verloren. Das ist dann der Dank. Der Weg zum Gericht ist weit, denn dort braucht man Beweise. Da wird sich auch zeigen, wem der Richter glaubt. Uns oder einer verkalkten alten Frau.
Danke. Komm, Mutter. Zieh dich an, wir packen deine Sachen. Du kommst mit zu mir. In die alte Mühle? Da brauchst du keine Schecks mehr zu unterschreiben. Weißt du, was das Schönste ist? Wenn du mich da brauchen kannst, dann bin ich noch nicht reif fürs Altersheim. Wir schaffen das schon. Hallo? Ich hab die Einladungskarte. Warum bringst du sie nicht rauf? Gepennt. Spät geworden? Stühle angestrichen, 47 Stück. Gib dem Keller einen richtigen Pfiff. Zeig her. Doch lustig. Findest du nicht? Sieht so aus wie das Muster, nur vervielfältigt. Wohl Ärger gehabt. Mir geht's wie dir. Ich bin wieder Single. Nicht jede Sendepause heißt, dass man ein Single ist. Angefangen hat's damit, dass Dino heute früh in die Schule bestellt wurde. Ritchie hat eine Mitschülerin mit einem steilen Zahn ausgeschlagen. Und was hat das mit dir zu tun? Ritchie darf sich verteidigen. Ich darf das nicht. Ich bin ein Drückeberger. Quatsch. Selbst das Gericht gesteht dem Angeklagten zu, seine Schuld zu bestreiten. Das weiß auch Tina. Nein, nein, da steckt was anderes dahinter. Du sagst es. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie erfahren, dass ihr Vater damals indirekt durch dich ins Gefängnis kam. Nein, woher? Die Sache ist viel einfacher. Sie hat jemanden kennengelernt. Ich vermute. So was soll vorkommen. Beim Adressenschreiben helfe ich dir gern. Prima. Deine Sendepause kannst du ja vorab in der Firma anrufen. Heute ist Samstag. Eben. Worauf willst du hinaus? Vielleicht kannst du Tina bei der Gelegenheit gleich mit einladen. Du spinnst. Ruf an. Reibold Werke, Geschäftsleitung? Hallo. Kann ich bitte Herrn Lechner sprechen? Marion? Wer ist denn da? Ich hatte den Eindruck, sie war's. Wenn schon. Was weißt du da? Wenn sich Tina jeden Samstag mit ihrem Chef im Büro trifft, um, wie sie sagt, ihren beruflichen Anforderungen besser gewachsen zu sein. Wenn sie diesen Lerneifer sogar noch an den Tag legt, nachdem sie in der Schule vorgeladen war. Wenn sie abends zusätzliche Kurse in der Volkshochschule belegt und dann später nach Hause kommt, weil sie noch irgendwo geklönt hat. Ich meine, was würdest du da denken? Vielleicht ist das alles zu konstruiert, aber du sagst ja selbst. Sowas soll vorkommen. Das will ich wissen. Und ich werde das wissen. Verlass dich drauf. Und deshalb ist es sinnvoll, den Franzosen Lizenzrechte zu geben, mit den Italienern aber nur ein Joint Venture mit gegenseitiger Exklusivität zu vereinbaren. Hören Sie mir eigentlich zu? Mir geht dieser seltsame Anruf nicht aus dem Kopf. Wenn es Marion war, warum legt sie auf? Das ist Ihr Problem. Tina. Das wäre mir nicht ganz recht. Was? Sie wollten mir das noch mit der Bestandsgarantie erklären. Ich denke, wir sollten Schluss machen und eine Pizza essen. Mhm. Dachte ich mir doch. Aber Vera, warum rennst du denn schon wieder weg? Mutter, du kannst doch deine Sachen alleine einräumen. Wir müssen sofort zurück. Du hast meine Tabletten vergessen. Das habe ich mit Absicht getan. Du bekommst von mir andere, die sind nicht so giftig. Davon schläfst du genauso gut. Aber meine Blutergusssalbe, die gibt es hier auch. Das geht nicht gut, das sehe ich schon. Suchst du Frühstück oder Mittagessen? Ist dir nichts? Wir haben schon unterwegs gegessen. Und ich? Tja, muss dir was besorgen. Ich habe kein Geld. Und motorisiert bin ich auch nicht. Drüben in der Remise steht mein altes Fahrrad. Wenn du dir die Nächte um die Ohren schlagen kannst, dann wirst du schon genug Geld haben. Im Übrigen bitte ich mich zu entschuldigen. Ich muss sehen, was drüben bei Ludwig los ist. Immer die anderen. Und wie stellst du dir das vor? Du willst doch essen. Ich bin keine 7 mehr, dass du immer an mir rumerziehen kannst. Ich will leben, wie ich will. Tu das. Nimm das Fahrrad. Die Geschäfte haben Mittagspause. Dann musst du eben warten. Ich lasse mich nicht disziplinieren. Auch nicht von dir. Und mit dem Diplom für die Solistenausbildung, das läuft nicht mehr. Weil man für die Geige nicht pausieren kann.
Und wie geht es jetzt weiter? Das weiß ich eben nicht. Morgen ist auch noch ein Tag. Warum muss ich heute schon wissen, was übermorgen abgeht? Deine Generation, die hat in meinem Alter alles aufgebaut, weil alles kaputt war. Heute ist alles da. Warum soll ich nicht leben? Wer wie Diogenes lebt, braucht nur die Sonne und ein Fass. Frag doch mal drüben in der Weinhandlung. Und da wir gerade das Wohnungsproblem besprechen. Ich brauche dein Zimmer für Oma, die muss in meiner Nähe sein. Ich gehe doch nicht in dieses kleine Loch da oben. Nein, natürlich nicht. Das ist ja nur für Übernachtungsbesuch. Du brauchst ja eine Wohnung. Die über Ludwig ist gerade leer. Nimm deine Sachen, das ist genug für den Anfang. Miete brauchst du nicht zu bezahlen, aber Strom und Wasser. Und das Telefon wird auf deinen Namen angemeldet. Heute kannst du wieder allein sein. Das war mal anders. Ich habe mir meinen Zustand damals nicht ausgesucht. Sehr im Unterschied zu dir. Es tut mir leid, dass heute Morgen. Ludwig liegt wohl noch im Krankenhaus, weil er nicht hier ist. Ah. Der ganze Rummelplatz sammelt für ihn. Sein Traum ist doch einmal Mauritius. Aber warum verkauft er denn hier alles? Etwa für diesen Urlaub? Von dem weiß er nichts. Dann ist es wohl die Wohnung, die er nicht mehr will. Kündigung. Aber irgendwo muss er doch eine feste Bleibe haben. Kein Mensch kann auf die Dauer in einem engen Wohnwagen leben. Wenn er die Miete sparen will? Er bekommt von mir monatlich das Doppelte von dem, was er in dem Rückkaufvertrag verlangt hatte. Und bezahlt mir eine symbolische Miete. Ah ja, ich meine, was verdient er aber auch mit seinem Puppetheater? Und jetzt, wo ihm dieser verdammte Balg ins Genick gedonnert ist, ja. Wer weiß, wie es weitergeht. Ob er überhaupt noch die Puppe führen kann. Er? Wieso er? Er hat mir doch immer etwas von einem alten Mann erzählt. Na, dem hat er anfangs geholfen, aber der ist schon lang tot. Seitdem betreibt er das Geschäft allein, halt für die Kinder. Und seine Verletzungen? Der sagt nichts. Über sich selbst am wenigsten. Weiß der Teufel, was in dem vorgeht. Er soll dieser Tage entlassen werden. Das ist alles, was wir wissen. Naja, dann kann's ja wohl so schlimm nicht sein. Was siehst du mich so an? Sollte ich mich ein zweites Mal von ihm wegschicken lassen? Vielleicht wollte er nur kein Mitleid. Und schon gar nicht von dir. Also so fremd sind wir uns nun auch wieder nicht. Nein, das sehe ich aber anders. Warum ist er denn nicht mehr hier? Aus Eigensinn. Tja, hätte ich ihn bei Zeiten vor dieser Frau Diebelshauser gewarnt, hätte es keine Verlobung gegeben und auch keinen Eklat. Aber wieso ich? Wieso ich? Bin ich seine Amme? Es haben schließlich alle gewusst, was hinter seinem Rücken in der Wohnung oben drüber geschieht. Alle! Nur er nicht. Weil er es gar nicht wissen wollte. Genauso wenig, wie er es heute wissen will, was das für ein seltsames Leben ist, was er da führt. Also gut. Wenn er keine Lust hat, hierher zurückzukommen, weil ihn alles auf Schritt und Tritt an diese Geschichte erinnert, dann kann ich das zur Not noch verstehen. Aber bitte, bin ich für ihn verantwortlich? Als es bei dir um Kopf und Kragen gegangen ist, hat sich das der Ludwig da auch gefragt? Wo wärst du denn ohne ihn? Wo wär ich denn? Kommt dir da keine Idee? Welche? Vielleicht warst du damals zu krank und zu sehr mit dir beschäftigt, verständlicherweise, um zu wissen, was er alles für dich getan hat. Und dann, wie das so läuft. Dann ist die Zeit drüber gegangen. Heute geht's dir gut. Da erinnerst du dich nicht immer mehr. Das geht mich nichts an. Aber wenn der Ludwig so beleidigt reagiert hätte wie du, dann wärst du heute noch in dieser Nervenklinik. Oder wie war denn das, als du mit dem Yvonne und uns allein warst? Es ist losgegangen. Und du hast unsere Tanja zur Welt bringen müssen. Eine einfache Krankenschwester, die nie Geburtshilfe gelernt hat. Wir hatten dir bewiesen, dass du kannst, was du musst. Oder glaubst du, dein Selbstvertrauen ist vom Himmel gefallen?
Und das Lokal da drüben? Wer hat's denn dir zugespielt und dich gezwungen, aus dem Alleinsein rauszukommen? Mir täte da noch vieles einfallen. Aber das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn du abarbeiten müsst, was du dem Ludwig zu verdanken hast, dann hättest du ein Jahr lang kein einziger freier Tag. Das sage ich dir. Entschuldigen Sie, Schwester, der Herr Bulitz, ist der nicht mehr da? Er ist gestern gegen unseren Rat nach Hause. Ach. Aber wenn Sie ihn sehen, er hat nämlich sein Buch vergessen. Ja. Das ist nett. Dankeschön. Ach, wissen Sie vielleicht zufällig, wo die Leute vom Rummelplatz hin sind? Ich glaube, zurück nach Darmstadt. Ein Besucher hat beim Rausgehen sowas gesagt. Ja. Dankeschön. Ihr seid doch meine Freunde, hm? Ja! Dann sage ich euch auch, dass ich der Heppes bin. Und das, was da immer mit mir herumläuft, das ist mein Schatten. Auf den bin ich mächtig stolz. Gebt mal Acht. Ich lege mich in den Schnee und weg ist er. Ich stehe auf, schwupp, ist er wieder da. Ist das nicht lustig? Ja! Nun sagt selbst, ist mein Schatten klein oder groß? Groß! Dann bin ich auch groß. So groß und stark wie der Riese Rübezahl. Vor allem morgens und abends, da bin ich am größten. Nur so um die Mittagszeit. Da ist von mir fast nichts zu sehen. Da bin ich immer ganz traurig, aber das ist ja nur mittags so. Ja, wer kommt denn da? Hallo, das ist der schwarze Hugo, auch ein Freund von mir. Ich ein Freund vom kleinen Ebbes? Von einem Knirps? Ich bin kein Knirps und klein bin ich schon gar nicht. Hier, sieh dir meinen Schatten an, das bin ich. Und die Kinder haben alle gesagt, dass mein Schatten groß ist. Stimmt's? Ja! Wetten, dass er gleich gar nicht mehr da ist, deine Hand. Die Wette verlierst du. Hier. Oh, aua, aua, Hilfe, Hilfe. Ich bin in ein Loch gefallen. Du Zwerg, wie gefällt's dir denn da unten? Wo ist denn nun dein Schatten, du Null? Du Nichts von einem Nichts. Hier ist es so dunkel und kalt. Hilf mir doch raus. Ruf doch deine Freunde. Seid ihr noch alle da? Ja! Oh Gott, noch mal. Wollt ihr mir helfen? Ja! Vielleicht komme ich raus, wenn ihr alle kräftig Hauruck ruft. Also, ich zähle. Eins, zwei. Hauruck! Lauter! Hauruck! Eins, zwei. Hauruck! Kopf. Hebbes, das tut mir ja so leid, dass der schwarze Hugo dieses Loch gegraben hat. Was einem hinterher leid tut, das gilt nichts. Du hast vorher gewusst, dass ich in das Loch falle. Warum hast du mich nicht gewarnt? Wer einen anderen in ein Loch fallen lässt,
ist genauso schlimm wie der, der das Loch gräbt. Und deshalb habe ich jetzt auch keinen Schatten mehr. Man sieht mich nicht, weil ich das Nichts von einem Nichts bin. Das ist nicht wahr, Hebbes. Einen kleinen Schatten hast du noch. Kann ich dir deine Wunden verbinden? Nein, das kannst du nicht, denn die sieht man ja nicht. Und was man nicht sieht, das kann man auch nicht verbinden. Ich hab dich mal gemocht. Sehr sogar. Aber jetzt mag ich dich nicht mehr. Geh weg. Du hast kein Herz. Das geht nicht. Hallo, Waschbär. Ich halte meinen Winterschlaf. Aber du hast nichts zu essen. Wenn du hast deinen Einkaufsbeutel in dem Loch gelassen. Das weiß ich für... Einkaufsbeutel kann man kaufen, aber keine Schatten. Weißt du, wo mein Schatten ist? Das weiß ich. Auf der Sonneninsel. Weit draußen im Indischen Ozean. Dort heben liebe Menschen im Garten Pampelmus alle verlorenen Schatten auf. Ja. Und wie komme ich zu dieser Sonneninsel und dem Garten Pampelmus? Das weiß ich. Mit dem ersten Sonnenstrahl. Du kletterst auf das Dach und wartest. Ja. Ich bin schon oben. Aber es muss der erste Sonnenstrahl sein. Auf den springst du drauf und hältst dich gut fest und schwupp bist du auf der Sonneninsel. Das weiß ich. Es wird hell am Himmel, Waschbär. Die Sonne kommt. Komm, liebe Sonne, komm. Liebe Kinder, ich muss euch leider sagen, dass ich in meiner Aufregung den ersten Sonnenstrahl verpasst habe. Heute komme ich also nicht mehr auf die Sonneninsel. Aber den Muttis und den Omas verspreche ich, dass die Karten ihre Gültigkeit behalten, bis ich den ersten Sonnenstrahl erwische. Hab mich lieb. Tschüss. Tschüss. Hallo, Ludwig. Was machst du denn hier? Warst du in der Vorstellung? Nein. Ich wollte dich aus dem Krankenhaus abholen. Du hast das Buch vergessen. Ah ja, Mauritius, danke. Was fasziniert dich da so? Eine wunderbare Insel mit fabelhaften Menschen. Vier Weltreligionen. Und alle vertragen sich. Vielleicht kommst du ja mal hin. Das ist gut möglich. Hast du noch Beschwerden? Das ist nur zur Vorsorge. Und kannst du damit spielen? Zum Spielen nehme ich das ab. Und der Arzt hat das erlaubt? Nein. Aber zu verbieten hat er mir auch nichts. Warum bist du denn so widerborstig? Ich habe dich doch ganz lieb gefragt. War eine schöne Vorstellung. Fast ausverkauftes Haus. Und die kleinen Kerlchen da unten, die sind so dankbar, so spontan und unverdorben. Denen kann man noch was geben, was sie mit sich nehmen. Da weiß man doch, warum man gelebt hat. Du hängst wohl an deinen Puppen? Ja. Besonders an der. Und die da? Lieb, aber falsch. Wie das im Märchen so ist. Ludwig, wer von uns beiden ist schuld? Es war doch mal anders. Es hat sich so ergeben. Dann lass uns darüber reden. Wie sonst könnten wir es ändern? Komm doch mal zu mir. Vera, sei mal nicht böse. Aber davon verspreche ich mir nichts. Dann ändert sich's nie. Ich vermiss nichts. Und wenn ich dich bitte?
Ich lasse von mir hören. Aber wirklich. Schönen Dank für das Obst. Du stellst wenigstens nichts mit mir an. Na, von dir hört man ja schöne Sachen. Was hat's in der Schule gegeben? Ich habe auf eine Gegenüberstellung mit den Eltern des Jungen bestanden. Was der Kuckuck, was er zu Hause alles über Richie erzählt hat. Wo ist Papa? Im Wohnzimmer. Hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Abendbrot gibt es aber erst in einer Stunde. Ich denke, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Hatte ich das gesagt? Ja, zusammen mit den Daniel. So, aber ihr wart doch schon dort. Wir haben aber kein Geld mehr. Ihr seid mir schon was. Paps, vorgestern wärst du noch froh gewesen über dieses Urteil. Du musst nicht mehr ins Gefängnis, das alleine zählt. Nein, ich habe meinen guten Namen verloren. Mit einem Freispruch wäre ohnehin nicht zu rechnen gewesen. Aber damit, dass mit der monatelangen Untersuchungshaft die Sache abgegolten ist. So ein neunmal kluger Denunziant, der weiß gar nicht, was er damit anrichtet. Wenn ich einen Menschenschlag nicht mag, dann sind das diese Selbstgerechten. Ich weiß, du wolltest für die Firma Geld sparen. Aber entsorgungspflichtige Materialien zu verbrennen, ist nun mal verboten. Vielleicht wäre die Polizei auch ohne diese Anzeige gekommen und hätte in deinen Akten geblättert. Ach komm. Das ist der Schnee vom vergangenen Jahr. Der Prozess ist zu Ende und du musst nicht einsitzen. Alles andere kriegen wir schon in den Griff. Soll ich mal mit Herrn Lechner sprechen? Ich bin ja jetzt in seiner Hand. Ja, also so würde ich das nicht formulieren. Außerdem bist du das immer, wenn dir jemand hilft. Jetzt komm. Gib dir eine Chance. Mir? Ja, oder willst du weiterhin wie ein Trauerkloß hier rumsitzen? Deine Deutlichkeit hat sehr viel Aufmunterndes. Ja, Aufmunterung hast du jetzt auch nötig. Wer sich mit dir anlegt, wäre an diesem Tag besser im Bett geblieben. Vererbt sich alles. Tommy? Auch da findest du kein Mittagessen. Du? Ja, ja, ich wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist im Lokal. Schön, dass du dich so sorgst. Oder spionierst du mir nach? Mutter, du kannst doch essen, was du willst. Warum also tust du es heimlich? Du weißt genau, dass es mir nicht um mich geht. Der Toaster funktioniert auch. So, jetzt setzt du dich hin und isst in aller Ruhe. Ich bin kein Kind. Ich habe hier mal gearbeitet. Ist ja schon gut. Wie man sich doch täuschen kann. Mutter. Ob ich hier bleibe, das werde ich dir morgen mitteilen. Schriftlich. Das kann ja lustig werden. Einladung zu Maximilian. Mhm. Brokkoli mit Tofu, lecker. War leider aus biologischem Anbau nichts anderes zu kriegen. Was hast du gegen Brokkoli? Tschüss. Tschüss. Marion, was versprichst du dir davon? Klarheit. Hast du die immer noch nicht? Vielleicht interessiert mich auch der Grund. Wie jetzt um 6? Ich weiß nicht, wann Reibolds gegangen sind, aber längstens bis 9:30 können sie mit Daniel und Richie auf dem Weihnachtsmarkt bleiben. Muss Tina deshalb bei ihm sein? Zu Hause war sie nicht. Tschüss. Angenehmen Abend. Oh,
Tut mir leid. Keine Ursache. Aber es gibt da Probleme. Dazu müssen Sie schon reinkommen. Bitte. Es geht um meinen Vater. Er hat mir erst heute das Urteil gesagt, das Sie ihm zudiktiert haben. 2 Jahre auf Bewährung, 30.000 Mark Geldstrafe. Aber das wird doch zu einer Gesamtstrafe zusammengezogen. Die Geldstrafe hat er bekommen für die Verbrennung von entsorgungspflichtigen Materialien. Alles andere wegen den Bestechungen und den verbotenen Preisabsprachen. Was denn noch? Sie haben ihm, wie das heißt, die charakterliche Eignung zur Wahrnehmung von Geschäftsführerpositionen auf 3 Jahre aberkannt. Na, praktisch Berufsverbot. Und damit kommt er jetzt nicht klar. Kann man da nichts tun? Juristisch wohl nicht, nein. Was sagt denn sein Anwalt? Alles, bloß keine Neuauflage des Prozesses. Tina, worin besteht sein Problem? Finanzielle Nöte hat er nicht. Für das Alter ihrer Eltern ist gesorgt. Und das Urteil wird nicht im Schaukasten ausgehängt. Wer erfährt es also? Er hat die Fabrik aus dem Nichts aufgebaut. Für die Firma ist er straffällig geworden. Da kann man ihn doch jetzt nicht einfach rauswerfen. Aber wer will das? Er geht ins Büro wie eh und je. Er nimmt an allen wesentlichen Besprechungen teil. Ich hole gerne seinen Rat ein und unterschreibe später. Das ist eine Frage des Umgangs miteinander. Also ich habe da kein Problem. So viel vorab. Aber was darf ich Ihnen anbieten? Ich möchte mich gern salonfähig machen. Irgendwas Kurzes. Ein Espresso. 2. Fällst du überall so ins Haus? Ich eröffne in 8 Tagen mein Öko-Restaurant. Holger kocht. Und zur Premiere wollte ich dich einladen. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Hast du Besuch? Ja. Man sieht's. Warum fragst du dann? Weil ich nicht mit Besuch gerechnet habe. Denn wie du in unserem letzten Gespräch bekundet hast, war die geplante Mitternachtsshow der Stein des Anstoßes. Dass du dich nach so kurzer Zeit anderweitig orientierst, lässt die Frage aufkommen, ob es wirklich die Mitternachtsshow war. Ich habe dir gesagt, dass unser Verhältnis beendet ist. Der Grund spielt doch kein... Maxilein, hier irrst du dich. Wenn einer von uns beiden das Verhältnis beendet, dann bin ich das. Hallo. Hallo. Störe ich? Sie nicht. Ich wusste nicht, dass ihr verabredet wart. Ihre Schwägerin hält es für richtig, unangemeldet einzutreten. Lass doch die Show! Per sie, als ob ich nicht wüsste, was hier läuft. Was denn? Für wie blöd hältst du mich? Warum bist du denn samstags vormittags in der Fabrik bei ihm? Warum jetzt am Abend? Hast du dich jemals für den Beruf von Chris interessiert? Kaum ist er Geschäftsführer, sitzt in seinem Vorzimmer. Also das ist ja wohl unglaublich. Die Schlüssel. Was du für eine miese Figur bist, sieht man allein daran, wie du dich gegen Holger verhältst. Komm, komm raus. Dass er deinen Vater bei der Polizei angezeigt und ins Gefängnis gebracht hat, das war bevor er dich kennenlernte. Das wusstest du genau. Ihm das jetzt zum Vorwurf zu machen, um ihn loszuwerden, ist ja wohl das Hinterletzte. Nur damit du dich ins bessere Nest setzen kannst. Nach mir. Sie wollte diesen Auftritt. Morgen schämt sie sich dafür. Das hätte sie nicht tun sollen. Für mich bitte nicht. Noch satt vom Weihnachtsmarkt. Ja. Ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Er wusste seit Monaten, dass das mein Vater ist. Aber kein Wort zu mir. Er wollte sie nicht verlieren. Nein, nein, nein. Sein Absolutheitsanspruch gilt nur für die anderen. Er selbst sieht zu, dass er möglichst ungeschoren davonkommt. Er ist der Beschuldigte. Das ist sein Recht. Deshalb vertrete ich ja auch Frau Werbelhoff als Nebenkläger. Einen Zivilprozess kann die Frau sich nicht leisten. Schon gar nicht, wenn die Staatsanwaltschaft wegen mangelnder Beweise auf eine Anklage verzichtet.
da ist es wahrscheinlich, dass sie alle Zeugen voll aus eigener Tasche bezahlen muss. Ja, und das muss sie bei einem Strafprozess nicht. Und diese Chance sollten wir ihr erhalten. Vielleicht überzeugt den Richter ja doch unsere Klingelversion. Und die Staatsanwaltschaft? Wie hat die sich entschieden? In unserem Sinne. Na, ich wünsche der armen Frau, dass sie es schafft. Nee, bitte nicht. Richie hat ohnehin nicht viel von mir. Danke. Es tut mir leid, dass der Abend so verkorkst war. Er hat manches klar gemacht. Ich mag dich. Keine Sentimentalität. Bleiben Sie bei dem Kurs, den wir verabredet haben. Für Sie muss es jetzt um Ihre Zukunft gehen. Der Strafbare Kretschmar, wieder eintreten. Werbenhoff, ich wohne jetzt bei meiner Schwiegertochter. In Tommys Zimmer, kommen Sie doch mal. Ja, wenn mich einer schiebt. Ich drücke Ihnen die Daumen. Spannend wird es erst im Zivilprozess, wenn es ums Geld geht. Wenn er heute verurteilt wird, dann ist doch schon mal ein großer Schritt getan. Ja, wenn. Die Sitzung des Schöffengerichts ist eröffnet. Bitte nehmen Sie Platz. Hallo, Tina. Kein Parkplatz zu kriegen. Hallo. Bist du auch Kronzeuge? Nein. Ich bin stellungsloser Lehrer und jobbe, so ich einen Job habe. Wie hoch beziffern Sie Ihr Einkommen? 800-900 Mark. Ja, Herr Kretschmer, Ihnen wird vorgeworfen, fahrlässige Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort begangen zu haben. Sie müssen diesbezüglich keine Angaben machen können, die Sie doch tun und sich verteidigen. Wie wollen Sie es halten? Ich möchte zur Sache nichts aussagen. Danke. Dann rufe ich die Frau Nebenklägerin als Zeugin auf. Für Sie gilt ganz besonders, dass Sie wahrheitsgemäße Angaben machen und dass Sie sich nicht durch Ihr schlimmes Schicksal in irgendeiner Weise beeinflussen lassen. Bitte berichten Sie uns, was da an jenem Abend passiert ist. Ja, also Frau Drombusch und ich, wir wollten einem alten Herrn im Krankenhaus eine Pizza bringen. Und das Pizzalädchen, das ist genau gegenüber vom Krankenhaus. Es war ein scheußlicher Abend und es hat geregnet in Strömen. Und Frau Drombusch hat über mich den Schirm gehalten und über die Pizza. Und als wir drüben ankamen, da schoss plötzlich ein Radfahrer auf uns zu. Aber nicht von rechts, sondern von links, wo man ihn nicht erwartet. Und weil da ein Auto geparkt war, konnte uns der Radfahrer wohl auch erst im letzten Augenblick sehen. Also plötzlich schrillte eine seltsame Klingel und ein Schatten kam auf uns zu und ich bin zu Tode erschrocken, mache einen Schritt zurück, rutsche aus und knalle mit dem Rücken auf die Bordsteinkante. Der Radfahrer war natürlich längst über alle Berge.
Irgendwelche Leute haben mich dann ins Krankenhaus gebracht und ich bin gleich behandelt worden. Aber wie Sie sehen, mit geringem Erfolg. Seitdem sind Sie querschnittsgelähmt? Indirekt, ja. Was heißt indirekt? Nicht vollkommen. Ich kann meine Blase noch beherrschen, Verzeihung. Dank der Ärzte und der raschen Hilfe. Erkennen Sie in dem Angeklagten den Radfahrer wieder? Ja, es ging alles so schnell, aber an seiner Klingel, an seiner seltsamen Klingel habe ich ihn wiedererkannt. Es war alles mehr ein Zufall. Nachdem er in der Wohnung von Frau Drombusch den Sicherungskasten repariert hatte und mit dem Rad wegfuhr. Ich habe hier vor mir 3 verschiedene Fahrradklingeln. Welche war es, Ihrer Meinung nach? Die war's. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Die erkenne ich noch am jüngsten Tag wieder. Frau Staatsanwältin. Wissen Sie, ob der Angeklagte häufig in dieser Gegend war? Ja, er besuchte wohl seine Freundin, die in dieser Ecke wohnt. Sie war es ja auch, die ihn zu diesem Sicherungskasten gerufen hat. Danke. Herr Rechtsanwalt. Musste Ihrer Meinung nach Herr Kretschmar etwas von diesem Unfall bemerkt haben? Aber natürlich, und ob der was bemerkt hat. Ich habe ja geschrien wie nicht gescheit. Sowas tut fürchterlich weh. Und dann ist mir der Stock aus der Hand geflogen und hat geklappert. Wer gesunde Ohren hat, der hört sowas. Danke. Herr Verteidiger. Sie sagten gerade etwas über einen Stock. Brauchten Sie einen Stock zum Gehen? Ja, seit 15 Jahren. Wegen meines Knies und der Hüfte. Kann die Querschnittslähmung nicht auch von Ihrer Hüfte gekommen sein? Nein. Weil eine Hüfte keine Wirbelsäule ist. Wie Sie wissen, gibt es das ärztliche Attest aus dem Krankenhaus, dass die Querschnittslähmung die Folge dieses Unfalls ist. Sie sagten, der Radfahrer schoss an Ihnen vorüber. Bei Ihrer polizeilichen Vernehmung gaben Sie an, er schlug einen Hasenhaken. Würden Sie mir bitte erklären, wie man mit großem Tempo einen Hasenhaken schlägt? Indem man vorher stark abbremst. Also schoss er nicht an Ihnen vorüber. Hat er Sie berührt? Nein. Wie sah sein Fahrrad aus? War es ein Rennrad, ein Mountainbike, ein Herren- oder Damenfahrrad? Das war ein ganz gewöhnliches Fahrrad. Sie wissen nicht genau, wie das Fahrrad aussah, aber Sie wissen genau, wie es geklingelt hat. Ja. Erstaunlich. Das liegt daran, dass man nachts besser hören als sehen kann. Ich stelle fest, Sie können über das Fahrrad keine Angaben machen, keine Angaben über dessen Fahrer, lediglich über eine Fahrradklingel, wie sie von vielen benutzt wird. Danke. Die Nebenklägerin bleibt als Verletzte gemäß § 61 Nummer 2 Strafprozessordnung unvereidigt. Den Zeugen Jens Odemer. Herr Odemer, bitte. Die machen das schon sehr richtig. Ich komme erst zum Schluss dran. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist die ganze Gesellschaft. Sind die wunderbar. So was gibt's heute gar nicht mehr. Was für einen Ausdruck die haben. Ich geb's auch nicht gerne her. Was kann ich mir denken? Ja. Mir könnte auch so rumgehen. Aber hier können Sie mal einen Blick reiben. Hier fehlt's aber an nichts. Mit Licht und Ton? Da können Sie schon einiges mit anfangen. Da haben Sie sich aber viel Mühe gemacht. Ich habe nur auf meinem Vorgänger aufgebaut. Auf seine Weise war das ein Poet. Die Scheinwerfer und das geht das alles mit? Komplett. Kommen Sie. Frau Drombusch, ich freue mich, dass Sie sich für eine Klingel entschieden haben, aber wir wollten nicht wissen, welche Klingel Ihnen am besten gefällt, sondern welche Klingel der Angeklagte Ihrer Meinung nach an dem besagten Abend betätigt hat. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Warum fragen Sie den jungen Mann nicht selbst, mit welcher Klingel er... Er müsste es doch am besten wissen. Naja, sie ist ja doch an seinem Rad. Ich glaube, wir können auf die Aussage der Zeugin verzichten.
Danke. Ich beabsichtige, die Beweisaufnahme zu schließen. Läuft gut. Werden noch irgendwelche Anträge gestellt? Ich möchte etwas aussagen. In welche Beziehung? Ich weiß von dem Vorfall. Ich war mit Herrn Kretschmer befreundet. Bitte kommen Sie nach vorn. Wie heißen Sie? Tina Drombusch. Ich weise Sie ganz besonders auf Ihre wahrheitsgetreue Aussage hin. Was wissen Sie von dem Unfall? Herr Kretschmer ist mit seinem Fahrrad am Krankenhaus vorbeigefahren. Dadurch kam Frau Werbelhoff zu Fall. Woher wissen Sie das? Von ihm selbst. Nach seinen Worten hat sich Frau Werbelhoff erschreckt, weil er aus der falschen Richtung kam. Wusste er nach seinen Worten von dem Sturz der Frau? Ja. Ist er umgekehrt? Nein. Hat er das Ihnen gegenüber bekannt? Ja. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie diese Aussage unter Umständen beeiden müssen. Damit habe ich keine Probleme. Wir haben uns schließlich nicht nur einmal darüber unterhalten. Frau Staatsanwältin? Keine Fragen. Herr Verteidiger. Warum melden Sie sich jetzt erst zu Wort? Weil ich Herrn Kretschmer nicht ohne Not belasten wollte. Es geht mir um die Wahrheit, auf die Frau Werbelhoff einen Anspruch hat. Sie sagten, Sie waren mit Herrn Kretschmer befreundet. Sind Sie im Streit auseinandergegangen? Eben wegen dieser Wahrheit. Aber fragen Sie doch Frau Drombusch. Meine Schwägerin weiß dies alles ebenfalls. Ich beantrage Vereidigung. Herr Kretschmer, wollen Sie jetzt Angaben machen? Ja. Die Vereidigung wird zurückgestellt. Sie können wieder hinten Platz nehmen. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Sie stimmt. Ich habe gewusst, dass eine Frau gestürzt ist. Ich dachte halt nur, es ist nichts Schlimmes passiert. Wussten Sie, dass es auf der Dieburger Straße zwei Radwege gibt? Dass Sie also verpflichtet waren, auf der anderen Seite zu fahren? Ja. Mein Gott, es hat gegossen wie aus Kübeln. Da habe ich halt den näheren Weg gewählt. Noch Fragen an den Angeklagten? Mhm. Bestehen Sie weiterhin auf Vereidigung der Zeugin? Nein. Dann bleibt die Zeugin gemäß § 61 Nummer 5 Strafprozessordnung unvereidigt. Ihr Plädoyer. Hohes Gericht, Herr Richter. Entschuldigen Sie bitte, brauchen Sie mich noch? Nein, Sie können gehen. Komm. Oh. Hohes Gericht, wir haben es hier mit einem ganzen Bündel von Fehlverhalten zu tun. Gut aussehender Mann, der Richter. Der Angeklagte hat sich zu Schulden kommen lassen, was sich tagtäglich Millionen Radfahrer auch zu Schulden kommen lassen. Wenn Sie den Radweg auf der falschen Straßenseite benutzen, bei Rot die Kreuzung überqueren, bei Nacht ohne Licht fahren, zu zweit nebeneinander radeln oder mit Rennfahrergeschwindigkeit durch die Fußgängerzonen kurven. Dieses Phänomen ist nichts anderes als der Ausdruck der Rücksichtslosigkeit nach der Devise, die anderen sollen eben aufpassen. Auf der Strecke bleiben dann die Hilflosen in unserer Gesellschaft. Kinder und alte Menschen. Aber zu solch massiertem Fehlverhalten muss es kommen, wenn selbst ein Minister erlaubt, dass Radfahrer entgegen der Einbahnstraße fahren dürfen, mit der Begründung, dass er ohnehin geübte Praxis also zuzulassen. Dies ist das Legalisieren des Unrechtverhaltens und damit die Aufweichung der Rechtsmoral im Allgemeinen. Die Folgen sehen wir. Es ist an der Zeit, mit exemplarischer Härte ins Bewusstsein zu rufen, dass wir alle im heutigen Straßenverkehr auf die Rücksicht des anderen angewiesen sind. Ich beantrage den Angeklagten wegen Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten zu verurteilen. Im Hinblick auf die günstige Sozialprognose sollte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Herr Rechtsanwalt. Auch für mich wohnt diesem Prozess eine grundsätzliche Bedeutung inne. Ein Staat, in dem die Polizei alles und jedes regelt, ist ein Polizeistaat. Und den wollen wir nicht. Wo die Polizei dem Gesetz keine Geltung verschaffen kann, ist kein Rechtsstaat mehr. Und das wollen wir ebenso wenig. Denn welcher Polizist kann das Gesetz einem Radfahrer gegenüber durchsetzen? Was ist zu tun? Es ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel, nach dem nur der Dumme bezahlt. Und Radfahrer sind in aller Regel zu schnell, um die Dummen zu sein. Sie können weder mit dem Lasso eingefangen werden, noch sind sie später zu identifizieren. Sie sind einfach weg. Wenn dies so ist,
stellen die nach Millionen zählenden Radfahrer durch ihr willkürliches Verhalten ein zu großes Gefahrenpotenzial dar, als dass der Gesetzgeber weiterhin untätig bleiben könnte. Was Mofas Recht ist, sollte Radfahrern billig sein. Nummernschilder, die an eine Haftpflichtversicherung gekoppelt sind, damit Sie, Frau Werbelhoff, wenigstens die materiellen Schäden abgedeckt werden können. Wer sich gegen diese Forderung stellt, muss sich vorhalten lassen, dass er letztlich dem Opfer auch noch die Kosten aufbürdet. Und das kann sich ein Rechtsstaat einfach nicht leisten. Frau Werbelhoff hat die Qualität ihres Lebens eingebüßt. Sie liegt auf einer Pflegestation und ist zum Sozialfall geworden. Sie hat nahezu alles verloren, was ein Mensch verlieren kann. Ich bitte daher das Gericht, dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zu ersparen, damit er diese Zeit nützen kann, den Anfang zu machen, so viel zu verdienen, um Frau Werbelhoff wenigstens den Rollstuhl, Schmerzensgeld, Heimaufenthalt und eine monatliche Rente bezahlen zu können. Von den Forderungen des Krankenhauses, der Ärzte, der Reha-Klinik und der Krankenkasse ganz zu schweigen. Forderungen, die ihn ohnehin sein ganzes Leben begleiten werden. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, ich bitte Herrn Kretschmer, zweierlei zugute zu halten. Letztlich bitte ich Sie, in Ihre Überlegungen einzubeziehen, dass Herr Kretschmer geständig war. Sie haben gehört, was die Frau Staatsanwältin, der Nebenklägervertreter und ihr Verteidiger ausgeführt haben. Sie haben die Möglichkeit, selbst etwas auszusagen. Und außerdem haben Sie das letzte Wort. Ich wollte, ich könnte das ungeschehen machen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Ich habe sie mal spielen sehen. Und seitdem habe ich mir gewünscht, sowas müsstest du haben. Bitte. Danke. Die zwei Puppe möchte ich behalten. Aber das hatte ich ja gesagt. Ja. Sie verkaufen das Puppentheater und Ihren Wohnwagen. Woher weiß ich, dass Sie der Eigentümer sind? Einmal durch den Kfz-Brief und zum anderen durch den Erbschein. Beides ist hier drin. Wie kann ich Sie erreichen? Wenn noch was wäre? Überhaupt nicht. Nicht noch einen Abschiedsschluck? Danke. Ich wünsche Ihnen allen Erfolg, den man in dem Geschäft braucht. Eine gute Zeit für Sie. Mhm. Wir wollen ab. Können Sie uns noch dabei helfen? Sie wissen jeden Handgriff. Nee, das kann ich nicht. Nach diesem Geständnis ist der Zivilprozess nun keine Affäre mehr. Ja, aber was machen die, die keine Tina haben? Es ergeht folgendes Urteil im Namen des Volkes. Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Gesamtgeldstrafe von 90 Tagessätzen à 30 Mark verurteilt. Der Angeklagte hat die Kosten und seine notwendigen Auslagen sowie die Kosten der Nebenklage zu tragen. Angewendete Vorschriften: Paragraphen 142, 315c, Absatz 1, Nummer 2c, 230, 52 und 53, Strafgesetzbuch. Bitte nehmen Sie Platz. Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit möchte ich mich in der mündlichen Begründung kurz fassen.
habe ein Zimmer mit Dachschräge und Kochplatte. Aber selbst das kann ich mir nicht mehr leisten. Das Existenzminimum liegt irgendwo bei 900 Mark. Du kommst jetzt erstmal mit. Morgen. Morgen. Bitte. Danke. Hallo. Hallo. Und wie heißt die junge Dame? Oh, hast du schon mal einen Verkäufer in einem stinkvornehmen Musikgeschäft gesehen, der im Gammellook rumläuft? Und ich wohne auch in dem Haus oben, in Frankfurt. Wie kommt's? Nicoles Eltern finden, dass ich gut in ihr Geschäft passe. Ah, und das findest du auch? So ist es. Mhm, danke. Dann gehört der Kleinwagen draußen besagter Nicole. Dein Scharfsinn ist immer wieder verblüffend. Dies Mädchen möchte ich gerne kennenlernen. Ich hole ein paar Sachen von oben. Ziehst du etwa aus? Wir haben keine Eile. Was machst du denn für ein Gesicht? Nichts. Du hast doch was. Warum sagst du es mir nicht? Ich gehöre doch auch dazu. Von wem ist der denn? Von Ludwig. Liebe Vera, wenn du diesen Brief liest, bin ich schon weit weg. Auf Mauritius. Und dort möchte ich auch bleiben. Meine besten Wünsche sind immer bei dir, Ludwig. Kein Absender, nichts. Aber wenn es ihm doch da gefällt. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Du, ich habe da eine Lösung. Ich fahre zu meiner Mutter. Die kann uns helfen. Mit deinem Telefon geht das nicht? Nicht so gut. Tschüss. Tschüss. Oma? Hallo? Wo ist dein Mutti? Oma? Geld ist weg. Gestohlen. Mein ganzes Geld. Es stiehlt kein Mensch was. Vielleicht weiß Mutti, wo es ist. Wo ist sie überhaupt? Ihr Auto ist weg. Ich weiß es nicht. Jetzt beruhig dich mal. Das Geld finden wir schon. Wo ist denn dein Taschentuch? Hm? Oh nein! Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß einfach nichts mehr. Komm, Oma. Das passiert uns Jungen auch. Was habe ich denn schon meine Schlüssel gesucht? Was ist denn hier los? Sie hat geglaubt, ihr Geld ist weg. Hier. Weißt du was? Wir machen einen Piepser an dein Portemonnaie. Dann weißt du immer, wo es ist. Das finde ich aber gar nicht lustig. Oma.
Nur nicht bemitleiden. Ein Scherz hilft dir am ehesten darüber weg. Was führt dich zu mir? Holger schläft bei mir im Lokal. Er hat seine Bude mit allem einem Studenten gegeben für gutes Geld. Aber in dem Keller kann er ja wohl nicht bleiben. Und da dachte ich, hier steht doch Ludwigs Wohnung leer. Vielleicht können wir die haben. Gern. Aber was hast du mit den Geldproblemen von Herrn Kretschmer zu tun? Find mal einen Biokoch, der für 3000 Mark arbeitet. Schwarz. Denn ihm bleibt ja nur das Existenzminimum. Und Frau Werbelhoff? Die guckt in die Röhre. Was hab ich mit Frau Werbelhoff zu tun? Wir leben aus einem Topf. Ich kann auch nicht mein Leben lang seine Schulden bezahlen. Ich habe ja selbst welche. Und die 2000 Mark, die ich ihm schwarz gebe, muss ich erst mal verdienen. Und die Penthouse-Wohnung ist sauteuer. Deshalb wollen wir ja bei dir wohnen. Deine Logik ist schon umwerfend. Ach, Mutti. Machen doch alle. Gut. Ich gebe dir die Wohnung für 1500 Mark. Du kannst sie auch für 500 haben. Wenn Herr Kretschmer jeden Monat 1000 Mark an Frau Werbelhoff bezahlt. Tina, diese blöde Ziege. Die weiß gar nicht, was sie da angezettelt hat. Aus Hass, aus blankem Hass. Und was sind deine Motive? Wir wollen hier lieber nicht aufrechnen. Da kommt ihr schlechter dabei weg als Tina. Die hat immerhin noch das Recht auf ihrer Seite. Mutter, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Herd nicht anstellen. Bitte, bitte. Was machst du denn an Weihnachten? Ich werde nicht da sein. Wo bist du denn? Weg. Es geht auch mal so. Und Daniel und Richie und Oma? Um Oma wirst du dich kümmern müssen. Weihnachten ist das Fest der Familie. Ach, kannst du mir sagen, wo unsere Familie ist? Ich werde Urlaub machen. Ganz allein für dich? Ja, ganz allein für mich. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Verzeihung, sprechen Sie Deutsch? Ein wenig, Madame. Drombusch ist mein Name. Ich habe kurzfristig einen Vertrag übernommen, der durch die Absage eines anderen Gastes frei geworden ist. Bitte eine kleine Geduld. Merci. Ach, vielleicht könnten Sie mir in der Zwischenzeit weiterhelfen. Ich suche jemanden, der im Hotelmanagement oder im Service tätig ist. Gibt es hier auf Mauritius rein deutsch geführte Hotels? Weil der Herr eben kaum Englisch oder Französisch spricht. Dann kann er hier nicht arbeiten. Oder gibt es hier Hotels, die vorwiegend deutsche Gäste haben? Wenn Sie mir die Adressen bitte notieren wollen. Gern, Madame. Merci. Alles in Ordnung. Ah. 315. Angenehmen Aufenthalt. Merci, Monsieur.
Rumbusch, für mich sollte eine Notiz da sein. No, Madame. Kein Anruf, keine Nachricht? Nein, nein, von Ihrem Kollegen. Er wollte mir die Hotels rausschreiben, die vorwiegend deutsche Gäste haben. Voilà, Madame. Ah, merci, Monsieur. Da hat sich doch vor kurzem hier jemand beworben, der nur Deutsch spricht. Madame! Ja? Er hatte uns noch seine Adresse da gelassen, falls hier jemand ausfällt. Ohne Englisch und Französisch? Weggeworfen. Das war ein Irrtum, entschuldigen Sie. Au revoir. In Hessen, ob er nicht zu uns kommen will. Ich habe ihn doch schon zweimal drum gebeten. Wer nicht will, der hat schon. Sind Sie mir bitte noch mehr? Ist gemacht. Guten Abend. Entschuldigen Sie, ich möchte zu Herrn Wurlitz. Geradeaus, Parterre rechts, Zimmer 8. Dankeschön. Ludwig. Damals König Konrad V. Ja. Wie kommst du denn hierher? Du entgehst mir nicht. Es war gar nicht so leicht, dich zu finden. Das hier ist nur für den Übergang. Ich wusste nicht, dass du kommst. Bist du allein? Ja. Du bist doch an Weihnachten immer zu Hause. Wie du siehst, bin ich hier. Bitte schön. Ich hab für dich nichts. Aber Ludwig, wie solltest du auch? Bitte. Siehst, habe ich noch keine Arbeit gefunden. Das ist gar nicht so einfach. Hier dürfen nur die schaffen, die der Einheimischen nichts wegnehmen. Und das tue ich ja nicht als deutschsprachiger Ober. Aber die deutsch geführten Hotels, die wollen, dass ich zumindest nur Englisch kann. Und das versuche ich immer wieder aufzufrischen. You understand? Ja, und wenn ich soweit bin, hoffe ich, dass ich eine Arbeitsbewilligung kriege. Jedenfalls habe ich in alle größeren Hotels meine Adresse hinterlassen, falls die jemand brauche. So habe ich dich letztlich ja auch gefunden. Du willst doch sicher nicht hierbleiben. Darf ich dich einladen? Ja, gerne. Aber ich habe schon einen Tisch bestellt in meinem Hotel. Da gehen wir doch dorthin. Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass du da bist. Du kennst doch den Satz von dem Propheten und dem Berg. Ja, den Abschied habe ich mir bewusst erspart. Vielleicht war eben das ein Fehler. Was hat's geändert? Komm. Einen Augenblick, bitte. Mach dich nicht zu fein. Madame, bonsoir. Bitte sagen Sie dem Zimmerservice, dass die Einstellung der Klimaanlage nicht verändert wird. Gerne, Madame. Merci, Madame. Es gibt ja leider keine Möglichkeiten. Heute bin ich hier als Gast. Was wollte er denn? Er hat mich gefragt, ob er etwas für mich tun kann. Wollen wir nicht woanders hingehen? Noch so einen Satz, Ludwig, und du bekommst Ärger mit mir. Ja. Ich möchte den Abend mit dir verbringen, nicht mit dem Hotel.
dran. Wirkliche Millionäre kleiden sich unauffällig. Merci. Would you like to have an aperitif? Ein Champagner? Mhm. Champagne. Thank you. Du weißt also Champagne. Mich würde das Festtagsmenü interessieren. Gern. Menu. Yes, sir. Twice. Es kommt aber zu spät. Kann er Deutsch? Ah, ist es nicht unendlich schön hier? Ist es nicht seltsam? Was wir zu Hause nicht geschafft haben, das schaffen wir hier. Warum bist du weggegangen? Ich versuch's ein zweites Mal anzufangen. Ihre Vergangenheit davon zu laufen, das haben schon andere nicht geschafft. Vergangenes kann man vergessen. Wenn keiner da ist, der fragt. Sind die Fragen damit aus der Welt? Müssen wir keine Antwort finden, wenn keiner da ist, der Fragen stellt? Ist Vergangenheit dann ungelebt? Wozu kann sie gut sein? Es anders zu machen. Besser. Ich möchte mir selbst genug sein können. Diese Ruhe möchte ich finden. Das macht unverwundbar. Ach, Ludwig, gibt es das? Unverwundbar waren Adam und Eva im Paradies. Und selbst denen hat der liebe Gott einen Strich durch die Rechnung gemacht. Adam und Eva. Willst du es unbedingt alleine schaffen? Ich muss in letzter Zeit sehr oft an Sigis Abschiedsbrief denken. Es war ihm ein schlimmer Gedanke, ich könnte alleine bleiben. Er hielt offenbar nicht viel vom Alleinsein. Du hast die Kinder. Den Fehler, mich um Kinder zu kümmern, die längst erwachsen sind, den habe ich einmal gemacht. Schließlich besteht nichts ewig, auch Familie nicht. Sie gehen höchstens in jüngeren Familien auf. Aber dieses Leben ohne Familie, das muss ich erst noch lernen. Es lernt sich alles. Sogar das Alleinsein. Darauf trinke ich nicht. Ich trinke auf eine schöne Zeit mit dir. Ich hoffe, du hast nichts vor. Toti se domi lo pavé, en la mer innocent qui tremble. A koné qui dit mes réserves, et du mal s'arrêter. Toi qui là-haut, toi qui décidais, qui la vie qui nous promenait, donne-nous patience, tout malheureux qui sentit douleur. Toi qui là-haut, toi qui décidais, qui la vie qui nous promenait, donne-nous patience, tout malheureux qui sentit douleur. Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll. Deinen Mut, alles hinter dir zu lassen, oder deinen Optimismus, hier das Glück deines Lebens zu finden. Kommt es auf den Ort an? Auf die Wertung. Wer nichts hat, lässt nichts hinter sich. Abgesehen von der wunderbaren Insel, auf der die Menschen hier leben, haben sie nicht viel. Aber sie sind zufrieden. Sie wissen es halt nicht besser. Vielleicht sind sie deshalb glücklich. Ludwig, die Bewohner hier sind in die Armut hineingeboren. Die wissen es nicht besser, die sind noch nicht wach. Denen genügt noch die Antenne auf dem Wellblechdach. Aber du weißt es besser. Funktioniert das dann auch mit dem Glücklichsein? Allein? Allein oder zu zweit, wer in die falsche Richtung läuft, der muss umkehren. Das war schon immer so. Vera, es hat doch nicht alles im Leben was mit Geld und Besitz zu tun. So, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Denn uns hast du auch zurückgelassen. Uns hast du bisher noch mit keinem Wort erwähnt. Wer ist uns? Wir. Deine Freunde. Ich habe keine gesehen. Ja, ich weiß, wenn du in ein Loch gefallen bist, dann sind immer die anderen daran schuld.
Und wenn du mich fragst, Ludwig, du steckst immer noch in diesem Loch und bastelst dir deine Welt zurecht und verscheuchst alle, die dir da raushelfen wollen. Wo ist der Ludwig, der den Kindern so viel Kraft gegeben hat? Der sie hat glauben lassen an die Macht des ersten Sonnenstrahles nach der finsteren Nacht. Dafür hätte ich dich küssen mögen, wie der kleine Hebbes sein Gottvertrauen in die Hand nimmt, aufs Dach steigt und auf das Wunder wartet. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann wird alles gut. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du in der Vorstellung warst? Wer hört es schon gerne, dass er falsch ist und kein Herz hat? Das ist wohl das Malheur, Ludwig, dass wir in uns beiden Menschen sehen, die es gar nicht gibt. Ich glaube, Oma geistert wieder im Haus rum. Drüben brennt wieder Licht. Oma? Halt mich doch nicht für dumm, Oma. Wir haben dich so sehr gebeten, mach keine Kerzen an, schon gar nicht auf einem ausgetrockneten Adventskranz. Ich habe gar keine Kerzen. Das ganze Zimmer riecht ja jetzt noch nach Wachs. Unglaublich. Wir wollten dich eigentlich noch behalten. Und jetzt guten Appetit und gute Nacht. Und lass die Tür auf. Pass auf jetzt, ha? Ella! Daniel, bitte. Zieh mal auf die Uhr. Wann sind doch Ferien? Was war denn? Sie steckt immer wieder Kerzen an. Sie gehört in ein Heim. Unter Aufsicht. Find mal einen Platz. Außerdem sagt sich das so leicht. Woran denkst du? An die jungen Leute. Die machen es richtig. Ob Hindu, Buddhist, Jude, Christ oder Muslim, sie tanzen miteinander und freuen sich ihres Lebens. Die lassen der liebe Gott in der Cash, die Politik im Rathaus und den ethnischen Wahn in der übrigen Welt. Die müssen uns doch für komplette Vollidioten halten. Du hast mir Fragen gestellt, Vera. Du hast zwar nicht alle ausgesprochen, aber ich will auch die beantworten. Ich mag dich, das weißt du. Und daran wird sich auch nie etwas ändern. Aber lass mich so sagen. Ich glaube nicht mehr an uns. Was wäre ich denn bei dir zu Hause? Der gute alte Onkel Ludwig, den sie in die weite Welt gezogen hat und der mit voller Hand zurückkommt. Mit Händ voll Biergläser in deinem Lokal. Aber den Ludwig, den gibt's nicht mehr. Entweder ich schaff's hier oder
Es war halt nicht mehr los mit mir. Dann habe ich wenigstens einmal ins Paradies gelinst. Du hast gesagt, ich hatte Mut, hierher zu kommen. Allein. Das mag stimmen. Aber mir fehlt der Mut, zurückzugehen. Vielleicht hätten wir das Lokal zwischen den Jahren doch auflassen sollen. Na, jetzt, wo es läuft. Da hätten wir Weihnachten abschreiben können. Daniel ist das ganze Jahr über abends allein. Hast du auch wieder recht. Nacht. Da brennt's. Ruf die Feuerwehr an. 112.
unser Haus. Angriff! Schussangriff! Das ist nur vor! Natürlich. Komm an, Freund. Gleich kannst du dich hinlegen. Ja. Boah. Kann ich irgendwas für dich tun? Magst du was trinken? Entschuldige, aber bei uns zu Hause ist etwas passiert. Es hat gebrannt, wahrscheinlich durch Oma. Tina hat gesagt, es wäre das Beste, wenn ich so bald wie möglich nach Hause komme. Es muss ganz schlimm sein. Jedenfalls kann dort keiner mehr über Nacht bleiben. Daniel schläft bei Tina. Ist jemand verletzt? Ja, Oma und Marions Freund. Ich fahre jetzt schnell zum Flugplatz. Die Maschine startet erst später über Paris, aber ich denke, jetzt zwischen den Jahren werden nicht so viele Leute fliegen. Hast du vom Hotel aus nicht vorsorglich buchen lassen? Ja, aber ich bin erst ruhig, wenn ich die Bordkarte in der Hand habe. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du bald Arbeit hast. Und dass du glücklich wirst. Ich schreibe dir.
wirklich. Wir haben uns da unten getroffen. Was ist mit Oma? Sie ist nicht mehr im Krankenhaus. Da ist sie ausgebüxt. Sie gibt in einem Heim Klavierabende und ist glücklich. Sie weiß nur nicht, dass alle Türen verschlossen sind. Konnte irgendwas gerettet werden? Oder... Seht's euch morgen an. So mag es unseren Eltern zumut gewesen sein im Krieg. Am Morgen danach. Nur zwei Hände voll Habseligkeiten. Sie hat's nicht gewusst. Darum geht es nicht, Ludwig. Sicher, wenn die Stadt oder der Staat ihr einen passablen Platz geboten hätte, dann wäre das Ganze wahrscheinlich nicht passiert. Aber das ändert nichts daran, dass sie die Mutter von Sigi ist. Und unsere Mütter gehören in erster Linie zu uns. Das ist zu gefährlich. Ich versuch's mal von der anderen Seite.
hier. Von Chris. Zweiter Preis im Bogenschießen. Da waren 19. Komm. Was unsere Eltern geschafft haben, das schaffen wir auch. Vor allem bauen wir das Lokal wieder auf. Wir müssen ja von was leben. Dann das Haus. Zwar nicht so groß wie das alte, aber wozu brauchen wir zwei so großes Haus? Da tut's auch ein kleineres. Und da kommen wir auch bestimmt mit den Kosten zurecht. Und die Brandversicherung müsste es ja bezahlen. Und den Rest verdienen wir uns übers Lokal dazu. Was kann uns schon passieren? Nichts. Komm. Vielleicht kommen wir von dort ins Haus. Nicht zurück, Vera.